Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland erwarten für dieses Jahr ein geringeres Wachstum, als sie im Frühjahr vorausgesagt haben. In ihrem Herbstgutachten rechnen sie nun mit 2,4 und nicht mehr mit 3,7%. Ursache dafür seien Lieferengpässe bei Rohstoffen und Folgen der Corona-Krise. Für das nächste Jahr erwarten die Konjunkturforscher dafür ein etwas stärkeres Wachstum. Hier setzten sie ihre Prognose von 3,9 auf 4,8% herauf. Fragen dazu an Timo Wollmershäuser vom IFO-Institut. Schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Herr Wollmershäuser, was bedeutet denn zunächst mal die Absenkung der aktuellen Konjunkturprognose konkret für die Menschen? Müssen wir mit steigender Arbeitslosigkeit rechnen? Nein, das müssen wir bislang noch nicht. Die Korrektur bei unserer Prognose, die kommt vor allem deshalb, weil ein Teil unserer Wirtschaft im Würgegriff der Lieferengpässe ist, und das ist die deutsche Industrie. Dort sehen wir seit Jahresbeginn eigentlich eine stagnierende, ja sogar eine rückläufige Produktion, und das hat sich im Laufe des Jahres verschlimmert. Die Reaktion dort ist nicht, dass die Industriemitarbeiter entlassen werden, sondern dass wir vermehrt dort Kurzarbeit sehen werden. Also das ist vor allem das, was, denke ich, in den nächsten Monaten noch mal auf uns zukommen wird. In den Bereichen, die von den Lieferengpässen betroffen sein werden, wird die Kurzarbeit hoch bleiben oder wird sich sogar noch ausweiten. Aber es wird Mindereinnahmen für den Staat geben, oder? Sicherlich. Weniger Umsätze heißt am Ende weniger Einnahmen für den Staat. Das ist etwas, was sicherlich von der Industrie ausgehend Auswirkungen haben wird. Aber demgegenüber haben wir ja einen anderen Teil der Wirtschaft nicht. Wir reden ja am Ende von einem kräftigen Plus beim Wachstum in diesem Jahr. Wir haben einen anderen Teil der Wirtschaft, der sich gerade kräftig erholt. Und das sind die ganzen Dienstleistungsbereiche, vor allem die kontaktintensiven Dienstleistungsbereiche. Dort steigen die Umsätze derzeit kräftig. Wir kommen ja aus einer Situation im Frühjahr, wo vieles noch geschlossen war. Das wurde über den Sommer über alles geöffnet, und dort haben wir kräftige Umsatzsteigerungen, und nur das spült natürlich Geld in die Kassen des Staates. Dennoch die Frage, ob der Staat bezüglich dieser jetzigen Absenkung der Konjunkturprognose gegensteuern sollte oder müsste. Nein, ich denke, wenn man an die Ursache hier nochmal rangeht für diese Revision der Prognose, dann sind das eben die Lieferengpässe. Hier hat der Staat im Grunde genommen kurzfristig gar keine Möglichkeiten, nicht? Und fehlt es an Vorprodukten, Mikrochips, es ist teilweise Holz, Metalle sind knapp. Dort haben wir keine Möglichkeiten gegenzusteuern. Ich denke, wir müssen hier einfach abwarten, was diese Lieferengpässe betrifft. Sie sind größtenteils Folge der Corona-Krise, weil es durch die Corona-Krise beispielsweise ein Run quasi schon auf Waren gab. Nicht? Wir konnten kein Geld mehr für Dienstleistungen ausgeben. Wir haben ganz viele Waren nachgefragt, dort spezielle Waren wie Elektronikartikel. Das hat die Nachfrage nach Mikrochips erhöht, und deswegen sind sie knapp. Und mit dem Ausstieg sozusagen aus der Corona-Krise, mit dem Ende der Corona-Krise, mit der Normalisierung unseres Konsumverhaltens, nicht? Wir gehen wieder mehr in die Gastronomie, wir gehen wieder in Kinos, wir fragen wieder Kulturdienstleistungen nach, wird auch unsere Nachfrage nach Waren zurückgehen. Und das heißt, durch diese Normalisierung sollten sich allmählich auch die Lieferengpässe auflösen. Das ist zumindest das, was wir in der Prognose angenommen haben. Die Lieferengpässe werden noch in diesem Jahr anhalten, aber dann im nächsten Jahr wird das allmählich zurückgehen und die Konjunktur wird sich wieder besser entwickeln, vor allem auch in der Industrie. Was Sie eben beschrieben haben, ist ja die eine Seite des Konsums, dass man wieder mehr Kultur genießt oder wieder ins Restaurant geht. Aber eben auf der anderen Seite haben wir eine sehr starke Teuerungsrate, insbesondere bei den Energiekosten. Da werden die Verbraucher ja wohl kaum der Konjunktur durch Konsum auf die Sprünge helfen können. Ja, das ist richtig. Die Energiepreise steigen derzeit sehr, sehr kräftig. Das für sich genommen nimmt natürlich Möglichkeiten an anderer Stelle etwas zu konsumieren. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, die Verbraucher sitzen jetzt am Ende der Corona-Krise auf einem dicken Sparpolster. Wir konnten über anderthalb Jahre nicht das gewohnte Konsumverhalten an den Tag legen. Das heißt, wir konnten nicht so viel Geld ausgeben, wie wir das eigentlich wollten. Unsere Schätzungen gehen bis dahin, dass es hier sich um 170 Milliarden Euro handelt, die derzeit auf den Girokonten der deutschen Banken schlummern, von denen wir nicht genau wissen, was eigentlich mit ihnen passiert, wenn wir jetzt wieder konsumieren können. Klar, wir haben auf der einen Seite den dämpfenden Effekt durch die steigenden Energiepreise. Dämpfen für den Konsum ist das allemal. Aber auf der anderen Seite haben wir eben die dicken Sparpolster, auf denen wir sitzen, die verausgabt werden können und die derzeit, was ihre sozusagen Kaufkraft, ihre Konjunkturwirkung betrifft, deutlich höher sind als der dämpfende Effekt von den steigenden Energiepreisen. Das klingt alles sehr entspannt und optimistisch. Und fürs kommende Jahr rechnen Sie ja dann auch mit einem
umso stärkeren Wachstum von 4,8%. Aber wie sicher ist das denn? Unwägbarkeiten gibt es ja immer, wie wir jetzt auch aktuell sehen. Absolut. Das ist wirklich unsicher, was wir hier prognostizieren. Das hängt von einer ganzen Reihe von Annahmen ab, von denen wir nicht wissen, ob sie am Ende wirklich eintreffen. Die Lieferschwierigkeiten beispielsweise, die wir derzeit sehen, mal um eine Zahl zu nennen, wir fragen am IFO-Institut regelmäßig die Unternehmen, ob sie denn Lieferschwierigkeiten haben. Derzeit liegt der Anteil der Unternehmen bei 77%. Das haben wir seit 1980, seitdem wir diese Frage stellen, so noch nie beobachtet. Und die Annahme, dass das im nächsten Jahr sich allmählich löst, dieses Problem, oder auflöst, dieses Problem, das ist natürlich eine sehr unsichere Annahme. Wir wissen es schlicht und ergreifend nicht, ob das so eintreten wird. Unsicher ist natürlich auch, was die Wirtschaftspolitik weitermacht. Wir haben derzeit den Status quo in unserer Prognose eingestellt. Es gibt ja noch keine neue Regierung. Und es ist sicher so, dass die neue Regierung neue Weichen stellen wird. Und auch das wird natürlich Einfluss auf die Konjunktur nehmen. Steuererhöhungen, Steuersenkungen, Entlastungen in verschiedenen Bereichen der Einkommen, klimapolitische Maßnahmen, all das wird die Konjunktur beeinflussen. All das ist derzeit noch nicht in der Prognose drin. Und am Ende des Tages natürlich auch die Annahme über den Fortgang der Corona-Krise. Wir sind davon ausgegangen, dass es keine Einschränkungen mehr gibt. Ja, die Infektionszahlen steigen derzeit, aber wir gehen davon aus, dass das sozusagen auf diesem Niveau bleiben wird und dass es keine Maßnahmen mehr geben wird, die den Konsum wieder erneut einschränken müssen im Winter. Aber auch das ist natürlich unsicher. Also Sie sehen eine Reihe von Unsicherheiten, die auf dieser Prognose lasten, und man muss sehen, welche dieser Annahmen am Ende richtig war und welche falsch. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bornmasshäuser. Gerne.